Hallo Stefan, Stefan Peck, du bist der Lehrer für Logotherapie am Kirntaler Hof. Das beste Pferd im Stall, wie du immer sagst, ist bei der Logotherapie die von Professor Uwe Böschemeier entwickelte Werteimagination. Und das tönt schon sehr spannend, Werteimagination. Da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr darüber hören von dir. Ja, gern. Die Wertimagination ist ein Verfahren, in dem man versucht, mit seinem Gesprächspartner im bewussten Zustand, mit leicht abgesenkter Bewusstseinsstufe, also schlicht entspannt, über die Brücke vom Bewusstsein ins Unbewusstsein einzutauchen. Wertimagination aus dem Lateinischen imago gleich Bild. Es geht in der wertimaginativen Arbeit also um die inneren Bilder. Ganz wichtig ist zum Verständnis der Wertimagination, es geht bei dieser Form der Arbeit nicht um Fantasiereisen. Es geht auch nicht um irgendwelche vorgestellten, herbeifantasierten, erinnerten oder gedachten Bilder, sondern es geht um die Bilder, die aus der Tiefe des Unbewussten im entspannten Zustand von ganz alleine auftauchen. So, diese Bilder, die auftauchen, sind im Grunde keine Bilder, sondern es sind ins Bild gefasste innere Gefühlskräfte. Man kann auch sagen, diese inneren Bilder, die den Bildern im Traum sehr ähneln. Diese inneren Bilder sind im Grunde genommen ins Bild gefasste Gefühlskräfte, man kann sagen Gesichter der Gefühle. So, in der konkreten Arbeit ist jetzt das Anliegen der Wertimagination, dem Gesprächspartner behilflich zu sein, so dicht wie möglich an der Ratio vorbei zu seinen lebenstragenden, starken Grundgefühlen vorzustoßen. Also zum Beispiel zu Gefühlen von Freude, von Hoffnung, von Liebe, von Vertrauen und so weiter und so fort. Man muss sich das Ganze so vorstellen, man macht eine leichte Entspannungsübung bei der Weltimagination, der Klient schließt die Augen und wartet dann, dass von ganz alleine die inneren Bilder zu einem bestimmten Thema auftauchen. Wertimagination deshalb, weil wir nicht nur die Augen schließen und dann einfach mal warten, was kommt, sondern dass wir bestimmte Ziele intendieren, wie zum Beispiel das Land der Freude, das Land der Hoffnung oder auch den inneren Mut. Man kann zum Beispiel mit einem Klienten zum inneren Mut wandern. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, man kann aber nach einer leichten Entspannungsübung ein Löwe vor meinem Gesicht auftauchen. Dieser Löwe ist, wie gesagt, kein Löwe, den ich in mir habe. Ist ja klar, kein Mensch hat einen Löwe in sich. Ist ein Symbol. Ein Symbol für die Kraft des Löwen und für den Mut des Löwen. Begegne ich jetzt in der Wertimagination diesem Kraftfeld, dann teilt sich mir während des imaginativen Prozesses die Energie, die in diesem Symbol steckt, mit. Folge davon ist, dass sie mir in meinem Lebensalltag nicht durch eine Imagination, aber durch eine Reihe von Imaginationen immer mehr zur Verfügung steht. Auf diese Weise kann man jetzt alle lebenstragenden, menschlich gesehen wichtigen Grundgefühle anwandern und man kann natürlich auch ins Problemfeld wandern und Probleme damit versuchen zu lösen. Das ist die Wertimagination.